Hallo Leute und willkommen zu einem Achievement Guide für Halo Anniversary. Diesmal Flugverbotszone 10 Gamerscore zu bekommen im Level Halo. Ist direkt der zweite Level. Nachdem ihr gelandet seid, Anfang des Levels, rennen wir über diese Brücke hier. Und dann kriegen wir über Funk aufs Ohr, dass feindliche Schiffe im Anflug sind und nicht nur ein Transporter, sondern auch zwei Banshees. Und diese müssen wir abschießen, beziehungsweise fürs Achievement 3 von 4. Die ersten beiden fliegen hier, den haben wir gleich im Visier. Das werde ich gleich einmal vorspulen, dass wir da nicht so lange warten müssen, bis ich die beiden abgeschossen habe. Es hat sich als friemelig erwiesen. Ja, nachdem wir die beiden abgeschossen haben, was jetzt der Fall ist, zack, Nummer 1, kurz nachladen und auch den zweiten. Ja, das haben wir erledigt, dann gehen wir weiter im Level, irgendwann kriegen wir einen Warthog, fahren dann los, retten den ersten Trupp Soldaten und kommen dann wieder in diesen Mittelverbindungsgang, fahren dann hierhin zu diesem Escape Pod oder zu dieser Rettungskapsel und werden flugs beschossen aus der Luft von zwei weiteren Banshees. Ja, und das ist Nummer 3 und 4 in diesem Level. Und da wir vorhin schon zwei hatten, müssen wir jetzt nur noch einen erledigen. Das haben wir an dieser Stelle einmal getan. Und der Erfolg ist da. 10 Gamerscore, Flugverbotszone. 3 der 4 Banshees in Halo auf beliebiger Schwierigkeitsstufe in einem Spiel zerstören. Ja, das ist es. Könnt ihr so nebenbei mitmachen. Ist nicht großartig kompliziert. Wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.